Die Geschichte von Dietmar und Christel, das ist eindeutig die Christel und das ist der Dietmar. Hi. Ich grüße dich, Dietmar. Ihr habt ein Schweizer Kennzeichen, warum? Ja, weil wir in der Schweiz leben. Wir haben unsere Firma in Konstanz am Bodensee, aber leben auf der Schweizer Seite, wenn man da einfach ein bisschen Seesicht genießen kann, was es in Konstanz eben nicht mehr gibt. Ja, ich zeige das mal gerade. Das ist ein Hund, ihr habt zwei Stück. Ja, genau, zwei Havaneser. Name von dem? Das ist Sir Archie und da irgendwo ist noch der Don Pepino. Don Pepino. Der Neue ist der hier, oder? Ja, ist der Neue. Das ist der Neue. Ein Jahr? Der ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden, ja. So, wir sitzen im Karthago. Wir sind in Hannweiler-Rilching an der Therme. Die kann man jetzt nicht sehen, weil es ist ziemlich neblig draußen. Ja, wir haben heute Nebel. Ihr seid die Erfinder von Putzfuchs. Und das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Ihr beide kennt euch schon lange. Wie lange kennt ihr euch? Wir kennen uns seit 2003. 2003? Ja. Ist das schon eine Ewigkeit, oder? In der heutigen Zeit? Naja, weiß ich nicht, kann sein. Ist so. Jetzt ist dein Mann ist ja so ein ganz umtriebiger. Was bist du denn? Ja, ich bin auch ein Wassermann. Ich bin genauso aktiv und will immer irgendwas Neues machen. Und ja. Was hast du Neues jetzt gemacht, außer deinen... Mein Fuß operiert. Der Fuß operiert. Im Moment bin ich absolut gehandicapt. Im Moment kann ich nicht viel Neues machen. Ich räume die Bude um, soweit ich das kann, mit einer Hand. Hm. Ihr seid oft im Wohnmobil unterwegs? Ja. Ungefähr im Jahr, was denkst du? Letztes Jahr war es eigentlich relativ wenig, aber wir haben vor, wenn mein Mann in Rente geht, dass wir dann ein halbes Jahr weg sind. Okay, das heißt in 15 Jahren? Danke. Nee, das ist dann 2024 soweit, dass ich das 65. vollende. Ja, und genau. Du kommst aus dem Strukturvertrieb Aloe Vera. Spannende Geschichte. Seit, ich glaube, 20 Jahren machst du das? Seit 2001, ja. Ja, das ist sensationell. Ein gutes Produkt, was du da hast, oder? Kann man so sagen. Wenn man 20 Jahre ein stabiles Geschäft hat mit einem Produkt, dann taugt das Produkt was. Ansonsten wäre es nicht mehr da. Also da darfst du mal die Verpackung zeigen. Man kennt dich meistens aus den Ständen. Die unglaublich viele Wohnmobil-Leute kennen das. Komm ruhig ein bisschen näher mit der Verpackung. Das ist Putzfuchs. Du hast mir zwei zugeschickt, zwei Camping-Sets. Ich habe gesagt, das ist mal wieder alles hier schön anzusehen. Aber du sagst, das, was da drin ist, ist so sensationell. Und ich Platz, ja. Genau, es gab nämlich Frühstück gerade. Dann habe ich es ausprobiert. Und hab's probiert, ohne die Anleitung zu lesen. Ist ein Fehler. Ist ein Fehler, ja. Weil ich habe da natürlich auch Seife drauf gemacht und brauchst du nicht. Aber es geht nicht kaputt durch Seife, oder? Nee, gut. Ja, es geht nur kaputt, wenn du Reiniger verwendest, die jetzt nicht, also alkalische Reiniger, Kernseife. Also Domestos oder so, scharfe, saure Reiniger. Da kannst du die Faser zerstören, weil es ist halt ein Naturprodukt. Kriegt keine Glatze. Ja. Ist so. Da ist kein Kunststoff drin, da ist Holz drin. Das ist alles Holz, alles reine Natur. Wie geht denn das? Das ist jetzt ein Tuch, wenn du mir das gerade mal aufmachst, bitte. Ja. Sei mal so lieb, dass wir da mal reingucken. Wie habt ihr das Holz denn bekommen dazu, dass es aussieht wie ein Tuch? Das kann der Dietmar besser erklären. Das sind so die feinsten Fasern von Holz. Eine Faser ist 100-mal dünner als das menschliche Haar. Und diese Fasern, die haben die Eigenschaft, dass sie jeden Schmutz, den sie einmal aufgenommen haben, im Wasser wieder abgeben. Egal, was du damit putzt. Also nimmt es nicht an, oder? Nee, es lässt es gleich im Wasser wieder los. Ist nur du kannst damit alles putzen, wirklich alles. Von der empfindlichsten Oberfläche bis zur fettigen Pfanne. Und alles ohne Chemie. Nochmal, also ich habe jetzt eine Pfanne, die man ja meistens in die Spülmaschine steckt. Wie blöd, man müsste eigentlich nur feucht auswischen. Du brauchst eigentlich nur Wasser reintun, das Tuch reintun und auswischen, das geht alles raus. Er nimmt alles Fett auf und dann hältst es unter das Wasser und dann lässt er den ganzen Dreck wieder raus. Kein Spüli, brauchst du nicht. Du brauchst kein Spüli. Jetzt ohne Witz? Wir haben kein Spüli im Wohnmobil. Ja, komm, du hast wahrscheinlich nur kein Spüli, weil du das Zeug verkaufst. Oder dann, nee, sonst würdest du sagen, ich brauch's nicht. Brauchst es nicht. Ich brauch's definitiv nicht. Ich gehe abspülen mit meinem, ich nehme meistens den großen hier, den Maxi-Tuch, weil ich einfach größere Hände habe. Und dann gehe ich abspülen. Ich wasche mein ganzes Geschirr zuerst grob ab. Dann wasche ich es nochmal nach. Dann wasche ich mein Tuch aus, drück's aus, bring ihn gut aus und trockne ohne Druck das Geschirr wieder ab. Und ich gehe mit einem Tuch ohne Spülmittel zum Abspülen auf jedem Campingplatz dieser Welt. Jetzt könnte man so ein Clickbait-Überschrift machen, diesen Trick hassen die Tuchhersteller oder die diesen simplen Trick hassen alle. Die Spülmittelhersteller. Aber wieso ist das Tuch in der breiten Masse noch nicht angekommen? Du könntest ja die Tuchfabrik der Welt, nee.
kann ich dir nicht sagen, wieso das noch nicht angekommen ist in der breiten Masse. Ich glaube, es gibt natürlich mit Sicherheit Menschen, die kein Interesse haben, dass man kein Spülmittel und keine Chemie mehr verwenden muss. Mhm. Da ist die Lobby natürlich auch da und ja. Okay. Ist halt noch nicht so bekannt. Also ich beschreibe mal, es ist so sensationell, das Tuch, muss man wirklich sagen, dass ich am Anfang auch immer eins haben wollte. Aber du weißt ja, wie das so ist mit den Influencern, die wollen nie was bezahlen. Ja. Und dann habe ich ein Video bei euch gemacht. Und durch Zufall war einmal im Rundgang, glaube ich, bei Morello oben. Genau, da warst du bei uns, genau, ja. Da warst du aber plötzlich beim Stand. Ich habe dich gar nicht gekannt und dann hast du mit der Christel geredet. Und genau, da war auch vollkommen überfallmäßig, habe ich da, glaube ich. Ja. War so, da war ich bei euch am Stand und zum zweiten Mal war ich beim Sven von Sven Dene, genau. 4-in-1 da in Klüsserath oder wo? Genau, der hat so einen Reiniger, der hat den dann auch irgendwie 4.000, 5.000 Mal verkauft nach unserem Video. Das ist genial. Ja. Ist wirklich genial, der Reiniger von ihm. Also das ist ja... ich kann aber euch mal sagen, was Putzfuchs nicht kann. Ich meine, da schäme ich mich auch nicht für, weil die Leute fragen bei uns immer, ja, hilft das Ding auch bei Regenstreifen? Nein, hilft er nicht, weil für Regenstreifen, wenn die tief im Material drin sitzen, da kommst du mit Wasser und mit einem Tuch, was nicht mechanisch wirkt, also nicht abrasiv ist, kommst du einfach dann nicht weiter. Also da brauchst du eine Unterstützung. Und da ist ein Sven sein Reiniger sensationell. Ich zeig mal, also das Holzfaser, du hast mir gezeigt, gesagt, dass da irgendwie Kilometer Holzfaser drin sind. In dem Tuch, wie viel ist da drin? Auf dem jetzt ungefähr 50 Kilometer. 50 Kilometer Holzfaser? Ja. Wie habt ihr das denn gemacht, dass die Holz... Also, da ist jetzt Holz. Und wenn das jetzt nass wird, kenne ich Holz, das verrottet. Es würde auch verrotten? Würde auch. Also, wenn du ihn nass zusammenknüllst und irgendwas draufstellst, dann fängt er an zu kompostieren. Heißt, man kann ihn später wegschmeißen, auch hier. Das nicht. Das ist nicht komponierbar, als kompostierbar. Aber die Einfassung und das Markenlogo nicht. Aber der Rest ist 100% reine Holzfaser, reine Zellulosefaser. So, die meisten, die haben ein bisschen Bammel, habt ihr mir erzählt. Die bestellen erstmal wahrscheinlich das hier. Ja, das ist ein kleines. So ein kleines Tuch. Ja. Weil das ist ja so, jetzt seid ihr auf irgendwelchen Veranstaltungen, was weiß ich, jetzt irgendwo, jetzt ein Campingtreffen, zeigt das Zeug und dann kriegt man ja so richtig Bock, das zu kaufen. Aber die Leute denken, naja, wenn ich das jetzt kaufe, was kostet das jetzt? Sind vorsichtig, oder? Absolut vorsichtig. Na klar, ich meine, der Preis ist natürlich auch, ja. Preis von einem Tuch, was kostet das? Ja, das kostet 17,60 Euro. Das kleine Tuch? Ja, ja. Aber ja, die Leute haben natürlich ihre Mikrofaser im Hinterkopf. Mhm. Und dagegen ist das natürlich teuer. Aber es hält ein Leben lang. Wie ein Leben lang? Ah ja, wir haben Tücher. Dietmar hat das Ganze entwickelt in den 70er Jahren. In den 90er. Und diese Tücher habe ich immer noch. Die sind zu Hause immer noch. Die halten wirklich. Du musst nur nach dem Putzen richtig unter Wasser ausspülen. Ja. Richtig unter Wasser ausspülen. Und dann lässt er den ganzen Schmutz los. Und dann riecht der auch nicht. Weil ausbringen? Alles, ja, ein bisschen. Geht. Aber nicht zu dolle. Also nicht so, dass er bricht. Ne? Okay. Also ist halt Naturfaser. Okay, ich hab ihn mal fester ausgedrückt. Er ist nicht gebrochen. Also der hält schon ein bisschen was aus. Ja, aber Frauen können unheimlich ringen. Weißt du so? So. Und nochmal nachfassen. Nochmal. Das soll man nicht machen. Nein. Okay. Es ist halt Natur. Aber du kannst ihn schon ordentlich ausdrücken. Die Farbe, wie ist die da reingekommen und wieso fängt er so an zu glänzen? Das ist eine Textilfarbe. Das ist Textilfarbe und glänzen tut er, weil das Material auch so eine große Oberfläche hat. Und also wenn er feucht ist, glänzt er nicht mehr. Glänzt er nicht mehr? Nee. So, wir können ja gleich mal. Wir werden auf jeden Fall viele Videos drehen, weil Tuch kaufe ich mir einmal im Leben. Ja. Wenn ich es nicht gerade komplett zerstöre, ja. Leute kriegen das hin. Du hast es hinbekommen? Ja, und dann, ich habe es hinbekommen. Wie hast du gemacht? er macht ja alles super sauber, nur mit Wasser. Du kannst ja alles putzen, nur mit Wasser. Und wir haben Teig gemacht, Brotteig, und der Thermomix ist dann so ein bisschen... Thermomix? Im Thermomix, genau. Und das klebt ja unheimlich. Dann tue ich da so viel Wasser rein und das Tuch. Und dann stelle ich auf links drehen, nicht zu stark, links drehen, und dann lässt du den Augenblick laufen und dann ist das alles sauber, spülst das Tuch wieder aus, ist das Tuch sauber, der Thermomix. Nochmal, du hast einen Thermomix, machst das Tuch rein und Wasser. Ja. Und dann reinigt sich der Thermomix. Ja, klar. Und ich habe aber nicht auf links, sondern auf rechts gedreht. Und dann macht er das... habe ich gedacht, ausgemacht, und dann hat er so eine Risse gehabt. Ja. Und seitdem liegt der arme Kerl bei mir in der Spülmaschine. Den lasse ich da auch drin hängen, weil dann kann ich Spülmittel sparen. Warum? Weil er auch in der Spülmaschine das Wasser reinigungsaktiv macht.
Warum? Wie funktioniert das? Ja, der macht ja immer das Wasserreinigungsaktiv. Der macht aus normalem Leitungswasser macht der ein Putzmittel. Darum brauchen wir ja auch keine Putzmittel. Also da werden jetzt spätestens die Leute sagen, er macht aus normalem Reinigungswasser Putzmittel. Es ist ein aktiver Stoff. Wie funktioniert das, dass er daraus Putzmittel macht? Oder? Es ist die Oberfläche dieses Tuchs, was das Wasser einfach verändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die Oberflächenspannung verliert, aber in die Richtung geht es schon. Mhm. Das Wasser ist einfach extrem reinigungsaktiv. Es putzt einfach wie blöd. Okay. Und das Tuch selbst ist eigentlich gar kein Putztuch. Ich sage immer, es ist wie ein Taxi. Er nimmt Schmutz ab von der Oberfläche und gibt ihn im Wasser ab. Und das Witzige ist, und das ist eben das Clevere an dem Tuch, dass er einen Schmutz, den er einmal hatte, so eine Art biochemisch markiert. Das macht er wie ein Baum in der freien Natur. Und den Schmutz, den er einmal im Wasser abgegeben hat, nimmt er nie wieder an. Also ich kann selbst mit dem schmutzigsten Wasser immer noch sauber putzen. Und das ist das, was die Leute so begeistert, weil sie sagen, das gibt's doch nicht. Aber es ist halt tatsächlich so. Du hast zu mir gesagt, hast du schon mal einen Baum gesehen, der dreckig ist? Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt steht er wieder vor seinem Ding da, sagt, haben Sie schon mal einen Baum gesehen, der dreckig ist? und so weiter. Du sagst, das ist ein extrem erklärungsbedürftiges Produkt, weil es sieht ganz harmlos aus. Ja. Es ist extrem reinigungsaktiv. Es braucht kein Waschmittel. Ja. Wenn du da jetzt so Strukturvertriebe siehst aus dem Putzmittelbereich, es gibt ja hier im Saarland eins, ja. Ja. Warum haben die das noch nicht? Weiß ich nicht. Also naja, die machen sich doch nicht selber Konkurrenz. Wenn die das aufnehmen, dann brauchen sie ihre Putzmittel nicht. Es ist natürlich auch so. Ich meine, so ein Strukturvertrieb braucht natürlich auch eine gewisse Kalkulationsgrundlage. Und wenn die das Produkt in ihrem Strukturvertriebsplan kalkulieren müssten, dann wäre der Preis, da ist eben die Mikrofaser einfach die bessere Wahl für so einen Strukturvertrieb. Also, ihr seid der Hersteller, ihr seid der Inverkehrbringer, ihr habt das Ding erfunden. Ja, in den 90er Jahren. In den 90er Jahren und ihr habt doch keinen Großhandel damit, sondern ihr verkauft es direkt als Hersteller an Endkunden. Genau. Okay, verstanden. So, und was wir noch gar nicht gesagt haben, was mir so wichtig war, weshalb wir das unbedingt wieder machen sollten, dass dadurch, dass es keine Mikrofaser ist, haben wir keine Mikroplastik im Grundwasser. Und diese ganz feinen Mikrokügelchen, die sich absondern bei den Tüchern, die landen im Grundwasser und die kriegt keine Kläranlage raus. Die landen zum Schluss bei uns im Körper. Mhm. Und das tut dieses Tuch nicht. Das gibt nichts ab. Das behält alles. Und wenn es eine Glatze kriegt und weil man scharfen Reiniger benutzt hat und die Fasern ausgehen, dann ist das Holz. Und das macht nichts im Grundwasser. Und das war mir so wichtig. Verstehe. Man kann damit alles putzen. Du kannst zum Beispiel, habe ich jetzt ausprobiert, in der Dusche habe ich meinen Kopf damit gewaschen und mein Gesicht. Ja. Und das ging prima. Ja, dieses Tuch, da kannst du alles mit putzen. Fettige Pfanne, Hochglanzmöbel, weil es nicht kratzt, weil es nicht abrasiv ist. Und den Körper. Ich nehme es zum Abschminken zum Beispiel. Zum Abschminken? Na klar. Und wenn ich wenn ich viel Augen-Make-up drauf habe, dann nehme ich das Tuch schön nass, drücke das auf meine Augen drauf, dann habe ich hier diese schwarzen Ränder, dann halte ich es unter das Wasser und schipp, läuft alles raus. Hast du Schminke hier? Ich habe Schminke, nee, nicht hast keine hier? Ein bisschen. Vielleicht so ein kleines bisschen Mascara hast du nicht hier, oder? Ja, doch, habe ich ja drauf. Ja, achso, jetzt nicht auf den Augen, ob du frisch hast Schminke gerade da. Ja, ja, wenn Mascara du die gerade mal holst. Da. Genau, unterhalte ich mich mal kurz mit deinem Mann, weil du guckst dann, ja, das werden wir dann sehen. Ja. Nein, es geht ja darum, die Leute denken ja immer, das wäre alles gefaked bei so Vorführungen, das ist alles vorbereitet, du verwendest da Fett, was gar kein Fett ist. Ich nehme immer Schuhcreme. Schuhcreme nimmst du. Ja. Ganz normale, aber da hast du natürlich die Schuhcreme, das ist so wie bei den Crepe-Leuten, wo die Leute immer denken, dass in dem Nutella-Glas gar kein Nutella drin ist und die das abends umfüllen. Ich gehe an der Messe immer hin und nehme eine ganz frische Tube einer berühmten deutschen Schuhcreme-Marke. Fängt mit E an, hört mit L auf. Ja. Mit Adal. Mach die auf und dann nehme ich die ganz einfach. Ich habe auch immer wieder Leute, die dann zu unserem Stand kommen und an der Schuhcreme riechen wollen. Und ich lasse die dann auch gern riechen. Ja. Ich gebe da auch gern einen Löffel. Kannst also nichts gefaked. Und dann... Weil die Leute sagen, du bist in der Schweiz, wenn du das Geld hast, dann man kriegt dich nicht mehr. Oder? Nee. Die Firma ist ja in Deutschland. Ihr habt auch PayPal, habt ihr? Ja. Ihr habt ja auch. Also das heißt, ich gehe kein Risiko ein beim Bestellen, wenn ich das will? Ja, klar. Also Okay. Ich glaube auch 80% aller Bestellungen gehen über PayPal. Über PayPal. Ja. Okay. Wie ist denn das bei PayPal? Behalten die auch nach 4 Wochen viel zurück, weil ihr so viele Reklamationen habt? Oder nee? Nee, ihr kriegt das komplett ausgezahlt. Ja. Gut, weil es gibt...
Nein, es was? Gibt ja PayPal. Weiß ich, ja. War bei uns am Anfang auch so. Ja. Ehrlich? Ja. Ja, das PayPal hält, wenn die den Versender nicht gut kennen, weil die haften ja dafür, kriegst das Geld zurück, halten die was zurück. Und wenn das aber gut klappt krass. Und du hast gute Bewertungen, krass. Dann halten die gar nichts zurück. Ja, ja? Das ist ja, ja. Das ist so. Das hatten wir am Anfang war das so. Am Anfang hatten die bei uns auch Geld zurückgehalten. Und ich habe mich doch gewundert, wieso. Aber irgendwann war das dann okay. Und dann haben wir auch einen Anruf mit einem persönlichen PayPal-Berater gekriegt. Und ja. Jetzt bist du. Ihr macht das ja jetzt seit 2019 in der Form, glaube ich, ja. Putzfuchs. Ja. So, jetzt du hast nicht gewusst, was ich dich eben frage. Gut, sehr schön. Das wollte ich nämlich beweisen. Das ist ein nagelneues Set. Das ist auch das Set, was ein Kunde kriegen könnte. Ja. Ja. Name von dem Set, was hast du? Das ist Corfu. Von der Farbe, das ist aber nur die Farbzusammenstellung. Das Camping-Set Corfu. Das Corfu bedeutet aber nur die farbliche Zusammenstellung. Da gibt es vier verschiedene. Das ist Camping- und Haushaltsset eigentlich. Ja. Camping- und Haushaltsset. Ja. Jetzt beschreib mal gerade, das ist hier so ein kleines, ist das hier ein Waschlappen? Nee, Waschlappen haben wir hier. Waschlappen. So. Okay. Der kann man nämlich reinfahren. Aber diesen Waschlappen nehme ich nicht nur zum Waschen, sondern ich bin ja so ein bisschen klein. Und wenn ich da oben meine Hochglanzmöbel putzen muss, dann nehme ich gerne einen Waschlappen, weil der mir nicht runterfällt. Mhm. Das muss ich mich dauernd bücken. Nochmal, wenn du hier die Hochglanzoberflächen putzt, dann nimmst du nur ein bisschen Wasser. Ja. Und das war's. Ganz bisschen voll. Wenn nur Tatzen drauf, also nur Fingerabdrücke drauf sind, mache ich es trocken. Geht eine Oberfläche Display, weil das ist ja kratzempfindlich. Ja. Geht. Ja, natürlich. So. Machen wir mal ein paar Tapsen drauf, oder? Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Das sieht man, ja. Patschi, du musst jetzt natürlich hier ganz vorne sein. So, und das gehe ich nur ganz leicht ohne Druck drüber. Also ich mache wirklich überhaupt keinen Druck. Brauche nicht hier groß reiben und dann ist irgendwie... Nochmal, Brillenputztuch wäre auch möglich. Ja, also, Also du kannst ja, die Faser ist immer dieselbe. Egal ob Waschhandschuh oder großes Reinigungstuch. Die Faser ist bei allen Tüchern dasselbe. Der einzige Unterschied ist die Farbe und die Art des Zuschnitts. Und die Brille poliere ich nur ganz leicht. Die meisten drücken immer zu viel. Mhm. Ich brauche überhaupt nicht drücken. Ich gehe ganz leicht drauf und die Brille ist sauber. Das ist Oberfläche, ist alles. Und es kratzt nicht, also es ist nicht abrasiv, sondern es... Kratzt nicht. So, jetzt hast du hier den Mascara, was ist das für einer? Sag mal. Das ist Mascara, ja. Ja, ist schon klar, aber ich guck mal, welcher. Das ist einer aus der Apotheke. Einer aus der Apotheke, Mascara Med, sehr schön, von Medipharma. Kommt übrigens aus dem Saarland, Medipharma. Kohl, glaube ich, Cosmetics. Funktioniert so. Also das ist ja, damit es überhaupt hält, ist da ja Fett drin, nehme ich an, oder? In dem Mascara. Ja, nehme ich an, Das ist auf jeden Fall, hält es ja auf Oberflächen. Hast du mal hier so einen Teller, können wir ja mal holen von deinem Gatten. Ist es dein Gatte? Ihr seid mit einer Feier? Ja, ich frage mal, du weißt ja. Was soll ich da jetzt draufschmieren? Ja, mach mal drauf, ja. So, das ist jetzt Fett und Mascara und Farbe. Ja. Und jetzt kommt ja der Trick. Hast du eins, was relativ hell ist? Sollen wir hier das Blaue nehmen? Ja, sonst können wir auch mal ein... Nee, wir nehmen müssen ein neues holen, okay. Weil die Leute denken ja dann, du hättest ein anderes Tuch genommen, verstehst du? Okay. So, was ist jetzt zu tun, was musst du machen? Ja, das muss ich nass machen. Ja, mach mal nass. Ja, komm, wir zeigen mal. Aber was ist das für ein Wasser, was du dann nimmst? Ein Spezialwasser. Spezialwasser. Wir haben Reinigungsmittel direkt im Wasser drin. Ja, das ist Quatsch. Nee, mir geht es weniger darum, dass du das jetzt sauber kriegst, sondern dass das Tuch danach wieder sauber ist, weil das ist ja das Spannende. Ja. So, das war ein neues Tuch. Das war ein ganz neues Tuch. Jetzt siehst du, glänzt es nicht mehr. Das war vorhin deine Frage. Ja. Und man sollte das Tuch, wenn man sich abschminkt oder überhaupt Schmutz abmachen will, schön nass nehmen. Mhm. Jetzt ist es, fühl mal, du hast es ja gerade. Fertig, fühl mal. Das ist viel schwerer. Ich sag schwer, jetzt. Ja. Ja, ja. Das nimmt unheimlich viel Wasser auf. So, und in diesem es tropft aber auch nicht, oder? Nee, es tropft nicht. Warte, ich geh mal hin. Ich muss ein bisschen humpeln hier. Ja, mach das mal. Dauert ein bisschen. So. Okay, so, jetzt gehe ich da, brauche ich auch keinen Druck, weil die Fasern sollen ja arbeiten. Mhm. Und wenn ich die, so, gucke mal, jetzt ist das ab, jetzt ist das im Tuch. So, spätestens jetzt könnte ich mein Mikrofasertuch gerade mal eben in die Waschmaschine schmeißen. Genau, genau. Und jetzt mit dem Tuch? Mit dem Tuch gehe ich unter den Wasserhahn, kannst du wieder mitkommen? Ja, komme ich mit. nicht, dass du das Tuch tauschst. So, und jetzt halte ich es einfach runter, guck mal, du siehst schon, das läuft einfach aus. Nochmal, du hast das nur drunter gehalten? Ja. Ich muss es nicht wringen, ich muss es nicht rubbeln, ich muss gar nichts. Der lässt einfach alles raus. Das glaube ich nicht. Soll ich das nochmal machen? Nein, das war eben die Mascara, die du abgewischt hast. Ja. Die soll ja halten, die klebt ja wie Kleber. Ja. Die hast du einfach abgewaschen. Ja.
ohne dass du das gewungen nicht... Ich brauche nicht rubbeln, nicht wringen, gar nicht. Das läuft einfach raus. Das ist so toll, wenn du dich dolle geschminkt hast, so ja. Mit Rouge und Make-up und so, dann ist das Tuch bunt. Okay, jetzt die Schuhcreme. Wo ist die Schuhcreme? Die habe ich hinten drin. Hinten, geh die mal holen. Ich zeig mal. Das können wir außen im Fahrzeug machen, oder? Nee, weil ich will mal gerade denselben Teller nehmen, weil... Ja, ich mach's aufs Fahrzeug immer, die Schuhcreme. Ja, wir machen... Geh da gleich mal raus, dann zeigen wir es mal am Fahrzeug. Muss ich die Schuhcreme rausholen? Geh jetzt mal holen. Also das mit dem Schminktuch, das ist ja so sensationell. Ja, und vor allen Dingen, es greift den Säureschutzmantel der Haut nicht an. Also seine Mutter, 92, hat das Tuch benutzt. Und die sagt, du glaubst es nicht, meine Haut wird besser mit 92. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den Intimbereich bei mir gewaschen. Ja. Und das war so ein cooles Erlebnis. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ja, aber es okay. Ist, du hast das Gefühl, du fährst zweimal drüber und du bist komplett sauber. Ja, ja, ist auch so. Gerade im Wohnmobil kannst du ja nicht jedes Mal duschen. Manchmal hast du ja, wenn du autark stehst, ein Wasserproblem. Ja. Und dann nimmst du ein bisschen Wasser ins Waschbecken und wäschst dich von Kopf bis Fuß damit. Warte mal, wir nehmen ja gerade dasselbe Tuch. Das hast du ja nicht losgelassen bis jetzt. Ja. Nee. So, da, magst du mal einen Löffel nehmen? Oder? Ja, genau. Zum Frühstück. Das ist keine schwarze Nutella, sondern... Sag mal, das ist die ganz normale Erdal. Warte, sag mal. Erdal. Also das ist die Erdal Classic. Damit kannst du denn Schuhe putzen. Kann man damit Schuhe putzen mit einem Tuch eigentlich? Habe ich auch schon gemacht. Hast also auch schon ich wische sie ab mit Feucht dann. Ne? Okay. Ja, ja. Und jetzt? Schuhcreme auf dem Teller. Das, auf den Teller. Hast du noch nie das hatten wir jetzt auch noch nie. Auf dem Teller hatten wir die Schuhcreme auch noch nie. Aber jetzt würde ich gerne ans Waschbecken gehen, weil ist mir jetzt zu trocken. Ist jetzt zu trocken? Also verziehe dich mal nach hinten in so einem engen kleinen Auto. Also Wasser ist King hier. Ja, ja. So, ich mache das Tuch nass. Ja. Gehe ohne Druck hin, hole mir diesen Kladderadatsch runter. Jetzt habe ich den hier im Tuch. Und dann gehe ich einfach wieder. Normalerweise gehe ich ins stehende Wasser. Aber ich brauche es nur so abfließen. So, ein bisschen reiben. Ja, brauche ich bloß gar nicht. Weil alles, was in den Fasern drin ist, in den Fasern hängt, lässt er sofort los. Also normal nehme ich dann stehendes Wasser im Eimer und wedel mit diesem Tuch einfach so durchs Wasser. Ach so, das kann auch gebraucht sein, das Wasser. Das spielt keine Rolle. Ich kann das schmutzigste Wasser verwenden, es ist immer noch immer sauber. Da ist jetzt noch ein bisschen drin. Normalerweise ist es besser in stehendem Wasser. Stehendem Wasser und dann... Weil dann wedel ich nur mit dem Tuch so durchs Wasser und alles, was in diesen feinen Haaren ist, lässt das Tuch wieder los. Mhm. Und dann ist der sauber. Krass. Sag mal, Spiegel gehen auch? Ja. Spiegel gehen auch. Dann zum Abtrocknen gehe ich ohne Druck hin mit dem ausgedrückten Tuch, siehst du? Und das ist jetzt so gut wie trocken. Ja. Weil ich, wenn ich ohne Druck drüber gehe, zieht er das ganze Wasser wieder zurück. Also er hat 500% Wasserspeicher. Also fünfmal so viel kann er auch. Genau. Okay. Und wenn ich jetzt noch richtig trocken haben will oder Gläser polieren will, dann nehme ich das einseitige Poliertuch und poliere halt noch mal ganz kurz nach und dann ist alles... Mache ich aber nur bei Gläsern. Aber auch machen wir eigentlich nur bei Gläsern, der ist jetzt tipptopp. Ja, jetzt könnte ich mich rasieren dran. Genau. Und so mache ich es auch mit Spiegeln, da haben wir gerade hier einen ums Eck. Mhm, da gehe ich jetzt mit dem trockenen Tuch hin, wenn ich hier irgendwelche Fingertapsen drauf habe, ganz leicht ohne Druck drüber. Das war's. Fertig, sauber. Okay, und das Hochglanzoberflächen ist völlig egal. Und es kratzt nicht, sagst du. Nee. Das ist ja das Witzige dran. So, komm, wir setzen uns noch mal kurz hin. Jo. Denn die Geschichte gewinnt nämlich an Fahrt, wenn ihr mir mal erzählt, wie ihr auf die Idee gekommen seid, sowas zu machen. Erfunden hast du das ja schon vor langer Zeit? Ja, eigentlich zusammen mit einem Partner, der leider verstorben ist in den 90er Jahren. Und da haben wir das damals entwickelt und er wollte eigentlich, dass ich mich so ein bisschen um die Vertriebsaufbau kümmere von der ganzen Geschichte. Und so haben wir das Produkt dann damals entwickelt. Das war damals noch nicht auf dem Stand. Beim ersten Mal, bei der ersten Charge, da haben die schnell angefangen zu modern, weil das war die falsche Holzwahl war. Mhm. Und ja, da haben wir das Ding entwickelt und damals auf den Markt gebracht. Gab es da jetzt eine wesentliche Änderung von dem ersten, was ihr entwickelt habt und dem jetzigen? Oder? Ja, die Fasern sind heute wesentlich feiner. Also die sind, wie gesagt, das sind jetzt die allerfeinsten Mikrofibrillen, die da verarbeitet sind. Das ist ein elektromechanischer Scherprozess, wo die Faser gewonnen wird. Und ja. Gott, also. Und die Farben haben sich verändert. Damals haben wir Naturfarben genommen, die sind sehr schnell verblasst. Mhm. Und da hatten wir dann Probleme mit dem gewerblichen Sektor, weil da werden unterschiedliche Farben verlangt für unterschiedliche Reinigungsbereiche. Mhm. Das ist auch im Haushalt ja sinnvoll. Im Haushalt, dass man zum Beispiel oben und unten... Eigentlich ist es ja Quatsch. Du hast es ja probiert. Aber ich nehme natürlich das Tuch, wo ich das Badezimmer mitgeputzt habe, ungern zum Abwaschen. Mhm. So.
Also und von daher ist mir das lieb. Hier habe ich jetzt. Kann ich das Klo putzen damit eigentlich? Na klar, kannst du. Geht auch, putzen, ja. Nur wenn der Kalk so richtig ein kalkhaltiges Wasser hast und du hast richtige Kalkränder, da tut er sich schwer, das kann nicht. Da brauchst du einen sauren Reiniger. Ja. Genau. Aber es geht eigentlich um alle Oberflächen, die alles. In der Küche zum Beispiel, hast du immer, also meine Frau freut sich immer, wenn ich die Spülmaschine einräume und anschließend über die Arbeitsplatte nochmal drüber gehe, damit das so aussieht, als wäre die Putzfrau da gewesen. Ja. Genau. Der oder der Putzmann. So, das ist so. Boah, der hat dich aber lieb. Ja, du, die Hunde, die sind so anhänglich. Ja. Okay, so, also das wollen wir heute mal vorstellen. Putzfuchs, also euch erkennen wir. Sag mal, wieso gehen die Wohnmobil-Leute so ab bei euch? Also, dass die das haben wollen. Ja, na gut, im Wohnmobil willst du natürlich keinen. Erstens, also hast du ein paar Ressourcen, die beschränkt sind. Und die größte ist Wasser. Also das ist auch ein Thema Autarkie. Und du brauchst einfach wenig Wasser. Also zum Beispiel Thema Körperpflege. Ich meine, gut, jetzt sind wir 2 Tage hier unterwegs, da reicht mein Tank. Aber wenn man länger autark stehen will, dann ist Wasser halt doch eine begrenzte Ressource. Und jeden Tag duschen, 2 Personen, weißt du selber, wird eng. Also ich wasche mich mit 2 Liter warmem Wasser von Kopf bis Fuß, fange oben an, höre unten auf, wasche ihn anschließend nochmal mit kaltem, frischem Wasser aus, hänge ihn zum Trocknen auf. Ich will dir das jetzt nicht zumuten, aber da drin im Bad hängt mein Waschhandschuh. Kannst du gern dran riechen, der ist seit 3 Jahren in dem Wohnmobil, der war noch nie in der Waschmaschine. Mach ich, okay, zeig. Der riecht nach nichts. Warte, ich mach mich hier. Der riecht nach nichts. So, du hast einen Waschhandschuh im Bad, den du seit 3 Jahren benutzt. Ja. Und noch nie in der Waschmaschine war. Noch nie in der Waschmaschine. Magst du nach hinten kommen? Warte, ich komme mal her. Oh, lieber Andreas, mal rein. So. Guck mal hier, die fahren auch in Karthago. Das ist ja, er. Das ist mein Waschhandschuh. Warte, ich rieche mal. Ich seit 3 Jahren. Überall? Ja, überall. Nichts. Du riechst gar nichts. Nichts. Ja. Das ist ja sensationell. Ihr habt aber jetzt noch normale Handtücher, habt ihr auch noch? Hier. Handtücher, ja. Ja. Handtücher haben wir, klar. Okay. Logisch. Gut. Handtücher. Okay, das habe ich soweit verstanden. Also nochmal zusammenfassen. Du machst dieses Tuch nass, dann kann das alles. Ja. Dann kannst du damit abwaschen. Du kannst den Hund auch abwaschen. Ja, klar. Geht auch. Ja, klar. Super. Normalerweise haben diese Hunde hier immer schwarze Ränder. Das ist so bei dieser Rasse von den Augentränen. Dann nehme ich den Kleinen so ein und mache den nass und gehe einfach nur so aus den Augen über die Schnauze und die haben keine schwarzen Ränder. Hier bei dem Weißen siehst du das. Ja, das kenne ich, ja, mit den schwarzen Ränder. Ja, könnte ich ihm auch hinten die Drüse ausdrücken, damit den Tuch? Nee. Das lasse ich gerne einen Tierarzt machen. Tierarzt machen. Da jaulen die immer so, ich mag das gar nicht sehen. Ja, weil bei uns haben die das ja nicht. Ja, ja, also ich habe keine Fragen mehr. Tolles Unternehmen. Jetzt geht es ja darum, ihr seid in der Schweiz, kriege ich das aus der Schweiz geschickt? Oder wie läuft das? Nee, die Firma ist in Deutschland, in Konstanz. Ist in Deutschland, Konstanz. Ja. Wir leben, also wir wohnen nur in der Schweiz. Die Firma ist in Konstanz. Ihr wohnt schon ewig in der Schweiz, oder? Seit 10 Jahren jetzt. 10 Jahre. Ja. Was ist so schön in der Schweiz? Der Blick. Der Blick ist halt, wir haben in Konstanz gewohnt, mussten aus der Wohnung raus und wollten uns dann eine Wohnung kaufen. Aber in Konstanz ist halt einfach nichts zu kriegen mit Seesicht. Alles, was in Konstanz, das bisschen, was da an Seesicht gibt, wird grundsätzlich nur vererbt. Es gibt weniger Nebeltage, habe ich gehört. Ist das so? Ja, Nebeltage haben wir schon. Ja, aber nicht so viele wie Friedrichshafen zum Beispiel. Also bei uns ist relativ selten Nebel. Und dann waren wir auf der Suche und da eben die Schweizer Seite, Kreuzlingen, eine Hanglage hat, hast du logischerweise von der ganzen Hanglage überall Seesicht. Und so können wir eben von der Konstanzer Bucht bis nach Lindau sehen. Du warst schon immer Camper, oder? Ja, eigentlich ja, mit einer 20-jährigen Pause dazwischen. Aber du bist jetzt nicht Camper geworden, weil du den Campern besser Putzfuchs verkaufen kannst? Nee, um Gottes Willen. Gottes Willen. Da haben wir schon weit vorher angefangen. Ich suche immer den Haken. Also, der Haken bist du. Camping war halt für uns irgendwie, ja, wir haben einfach angefangen, weil wir was lieben. Wir haben die ganze Welt gesehen mit unserem Aloe Vera Vertrieb und irgendwie jedes Mal, wenn wir zurückgekommen sind aus irgendwelchen fernen Ländern, haben wir gesagt, daheim ist doch am schönsten und Europa ist am schönsten. Und ich habe angefangen mit dem Campen, wieder angefangen habe ich durch eine Roadshow, die wir mal gemacht haben, wo wir Meetings gemacht haben, sind wir durch ganz Deutschland gefahren, habe ich mein Wohnmobil gemietet. Und als ich dann heimgekommen bin, habe ich gesagt, boah, das ist einfach wieder so geil. Wir müssen wieder Wohnmobil fahren. Und deswegen sind wir natürlich auch in der Womo-Szene vielleicht am ersten bekannt geworden, weil wir eben Wohnmobilisten sind und gerne mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Ihr habt eine gute Bewertung. Was habt ihr? Bei? Google zum Beispiel. Ach so, Google, ja. Da haben wir
4,9. 4,9. Ja. Wer sich auskennt, da muss man hart für arbeiten für 4,9. Das ist so. Das ist so. Also, Putzfuchs, was ist so die Einstiegsdroge? Was bestellen so die meisten, die jetzt immer noch Bammel haben? Die meisten bestellen erstmal so ein einzelnes Tuch. Das da zum Beispiel. Oder ein Autopflegeset. Ja. Stellen auch. Achso, gibt's auch. Das gibt's ja, auch. Das ist, ja, das ist so ein. Pass ich auf, das ist ein. Ja, aber das kann ich auch nicht sagen. Das ist so ein großes Tuch. Na, hol's mal gerade. Weil er schon dabei ist. Ja, genau. Weil Autopflege des deutschen liebstes Kind ist ja immer noch das Auto. Das ist genau eins, was ich auseinandergerissen habe. Habt ihr die immer dabei, wenn ihr so Roadshows macht? Ach, ein paar haben wir immer dabei. Aber der Rest wird versendet dann. Ja. Ja, ja. Also ja, wenn wir auf Messen sind, haben wir natürlich alles dabei. Das ist jetzt die Monza. Ist jetzt die nächste Messe kommt? Was macht ihr? Haben wir jetzt noch gar nichts in Planung im Moment, weil es ist ja jetzt, es geht erst oder so im Frühjahr los. Wir sind wahrscheinlich wieder auf der Morillo Open dabei. Wir gehen wieder nach Freiburg auf die Messe. Die Concorde seid ihr auch? Bitte? Jetzt das Treffen im November? Nee. Weiß ich gar nichts von. Also Anja Bauer hat uns eingeladen von Morello, als sie bei unserem, wo wir den Karthago gekauft haben, bei Burmeister auf der Hausmesse, hat sie unser Tuch probiert und war so begeistert und sagt, ihr müsst auf die Morello Open kommen. Dann sage ich, Anja, was ist ein Morello Open? Sagt sie, ja, das ist unser jährliches Treffen von Morello. Und da waren wir dann zum ersten Mal. Ja, und da sind wir ganz gern. So, das Autopflegeset. Wo ist die Autopolitur beim Pflegeset? Brauchen wir nicht. Ja, wenn ich dir das mal zeigen würde an deinem PKW, was da passiert, wenn du deine Motorhaube fünfmal mit dem Ding gewaschen hast, dann fällst du vom Glauben ab. Das ist die dann kaputt, oder? Nee. Dann perlt die ab, als wäre das mal nach oben hin, sonst wird hier alles nass. Ja. Also Autopflegeset ist das Große, weil die Männer immer so große Finger haben. Das Tuch ist aber immer dasselbe. Ja, ist, ja die, das Material. Also die Faser, ist das Material ist immer, also genau. Nicht das Auto hat jetzt andere Tücher wie... Nein, wir haben nur eine Das Faser. Ist das Große und das ist das Poliertuch. Hinterher, wenn du fertig bist mit dem Auto waschen, das relativ trocken ist, das Auto, nochmal nachpolieren oder die Fenster polieren oder so. Das sind die beiden. Also das ist so ein Einsteiger-Set, sag ich mal. So. Damit kannst du natürlich auch deine Küche putzen. Ja, habe ich schon befürchtet. Ich zeig's mal gerade. Also der Laden heißt Putzfuchs. Ihr habt auch eine Webseite. Ich habe letztes Mal das Video gemacht über diesen Reiniger. Dann habe ich euch mal kurz gezeigt und darüber seid ihr auch zu mir gekommen. Hab gesagt, komischerweise haben die dann sogar was bestellt. Obwohl wir es gar nicht gezeigt haben in dem Video. Das war ja nur, wir haben es ja nur hingehalten, glaube ich, in die Kamera. Ja, genau. So, also, wer Hunde liebt, der kann kein böser Mensch sein. Deswegen kauft ihn die Bude leer. Du bist doch mal Vorname? Dietmar. Dietmar und Christel. Christel, ja, aus der Schweiz. Du bist woher, Christel, ursprünglich? Aus Norddeutschland, aus Braunschweig. Aus Braunschweig. Ja. Gut, ist das trist oder ist es grün? Braunschweig ist erstens eine tolle Stadt und drumherum ist so der Elm und der Harz ist nicht weit. Also nicht vergleichbar mit dem Süden. Du kannst jederzeit hinfahren. Ab und zu mal Heimweh? Ja. Ja. Eltern mein noch Sohn kriegt gerade ein Baby. Da ein Baby? Da muss ich sowieso bald hin. Ihr werdet demnächst sechsfache Großeltern, oder? Ja. Da ist so. So. Sie hat zwei, ich habe vier. Ja, ich kriege übrigens meinen dritten Enkel in Kürze. Der, ich bin schon demnächst dreifacher Opa. Wow. Tochter in Amerika ist sehr fleißig. So ist es. So. Ist die Tochter in Irland. Putzfuchs, das clevere Putztuch aus der Natur, denn man braucht irgendwie gar nichts. Es reinigt von alleine. Reines Auflegen genügt schon. Nee, ganz so ist es nicht. Aber es gibt tolle Videos. Du hast dir nämlich viel Mühe gemacht und hast auf youtube.putzfuchs.de hast du ganz viele Videos draufgestellt und da erklärst du das, was wir auch gleich mal zeigen werden, diese praktisch magischen Vorführungen, die du dann machst, wo die Leute... Ja, also Tutorials. Magisch. Tutorials. So, vielen Dank fürs Einschalten. Ich trinke jetzt mal meinen Kaffee leer und esse mein Brötchen noch. Bis gleich. Tschüss.